Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute jetzt spontan habe ich gedacht, mache ich uns was zum Kaffee mit den Birnen. Meine Schwiegertochter angerufen und hat gesagt, dass die kommt jetzt vorbei mit den Kids. Dann habe ich gedacht, naja, kann ich meine Birne verbrauchen. Und wir haben wirklich sehr viel Birnen geerntet. Und wie gesagt, die Birnen kann man auch nicht lange aufheben, leider, wie Äpfel. Die muss man schneller verarbeiten. Und ich habe gedacht, wenn wir schon so Apfelcremblé machen, warum nicht mit den Birnen? Und dann habe ich mir alles hier aufgestellt auf den Tisch und machen wir jetzt zusammen. Und am Ende sehen wir, was wird dann sein. Ob das hat es gelohnt. So, ich habe die Birne abgewaschen und jetzt werden wir die schälen und in die Stücke schneiden, die innen rausnehmen. Ich habe jetzt die Birnen ziemlich feste genommen, nicht ganz reife, weil die reife sind sowieso dann so weich sind und wenn die noch ein bisschen gebacken sind, dann vielleicht schwimmt es auseinander. Deswegen habe ich richtig schöne feste genommen und werde die innere rausnehmen und natürlich auch die Schale. Hier innen, wo die Kerne, muss man auch rausnehmen, weil hier sowas ein bisschen so wie steinig ist und das schmeckt auch nicht so besonders. Und dann Rest werde ich einfach in die grobe, wie bei den Äpfeln, Stücke schneiden. Und ich habe gedacht, dass ich spare mir noch an einem Schüssel und nehme gleich Auflauf und dann weiß ich, wie viel passt da rein. Ich habe jetzt hier so zwei ganz kleine Stückchen Butter reingebracht und werde jetzt einfach die Form mit dieser weichen Butter bestreichen. So, ein bisschen. So, das haben wir. Und dann kann ich gleich hier die Birne reinmachen. Was wir noch dazu brauchen, ein bisschen braunen Zucker habe ich vorbereitet. Statt Zitrone nehme ich einfach halbe Limette, weil ich Limette habe. Wenn ihr mögt Zimt, geben wir auch Zimt dazu. So, und dann für den Streusel Mehl unbedingt sieben. Ich werde Mehl und Haferflocken zusammenmischen. Dazu gebe ich ein bisschen Zucker, weil die Birnen wirklich süß sind. Aber ich möchte gerne auch noch ein paar Beeren dazu geben. So, und dann Vanillinzucker ein bisschen, Butter, machen wir dann Streusel, obendrauf, fertig. Aber erstmal bereite ich es Birne vor. So, und die Birne habe ich jetzt in Würfel geschnitten und gleich in die Form gegeben. Und jetzt obendrauf ein bisschen mit dem Zitronensaft oder Limettensaft, wie ich betreut bin. Und Backofen habe ich schon auch angemacht auf 180 Grad Ober-Unterhitze zum Vorheizen. Obendrauf kommt noch die Beeren, geben ihr dann Saft und Farbe und auch Geschmack, weil die sind ein bisschen säuerlich. Brombeeren und Himbeeren. Jetzt sieht es schon so toll aus. Und dann habe ich jetzt mir hier 3 Esslöffel brauner Zucker, Rotzucker, vorbereitet. Gebe oben drauf. Ich glaube, kann man sogar 2 Esslöffel nehmen bei den Birnen, weil die sind wirklich zu süß. Unsere Birnen auf jeden Fall zu süß. Und wenn ihr mögt, kann man auch noch ein bisschen Zimt geben. So, das haben wir. Schaut ihr, wie toll sieht das aus. Und jetzt machen wir noch Streusel. Das Mehl unbedingt sieben. Da gebe ich noch etwas von den zarten Haferflocken. Und alle Zutaten, liebe Freunde, für dieses Rezept sind unten in der Beschreibung. Ihr braucht nur auf die Videotitel draufklicken, dann die Seite geht so halb auf und am Ende steht Wort mehr. Auf mehr und dann die Seite geht komplett auf und da könnt ihr alles nachlesen, was ich zum Beispiel vergessen was zu sagen. Dann denke ich dran an und schreibe unten. So, Vanillinzucker oder ein bisschen Vanillinzucker oder wenn ihr auch das macht, macht ihr selber. Und ich gebe noch eine so Prise, so den Teelöffelspitze Backpulver. So, etwas Zucker. In dem Fall nehme ich weiße Zucker und kalte Butter. Schneide erstmal ein bisschen so klein.
Und kann man oder mit Mixes machen oder mit der Hand. Ich mache gerne mit der Hand. So, den Streusel haben wir jetzt fertig. Mag, wenn es so ein bisschen grob ist, und werden wir verteilen oben drauf. So, den Streusel haben wir schön gleichmäßig verteilt und jetzt geht es im Backofen ungefähr so für 30-35 Minuten bei 180 Grad und Ober-Unterhitze und natürlich schaut ihr nach Art eures Ofens. So, nach 40 Minuten sieht er so aus. Schaut, schön knusprig. Ich glaube, es muss mal bei 180 Grad Umluft backen und bei 200 Grad Ober-Unterhitze. Weil ich habe dann nach 35 Minuten noch 5 Minuten Grillen gemacht, dass es etwas bisschen knuspriger oben wird, weil ich mag knusprig, weil es war noch ziemlich weiß. So, jetzt lasse ich erstmal den Auflauf sich etwas zu beruhigen und dann können wir schon mal probieren. So, meine Lieben, jetzt probieren wir. Es ist noch sehr heiß. Und dazu noch Vanilleeis. Schaut ihr, wie so Stückchen sind von den Birnen. Das probieren wir gleich. Wie weich oder matschig oder fest sind die. Oh, die sind noch ein bisschen bissfest, weil ich habe die richtige so harte Birne genommen. Probiere. Sehr heiß. Oh, aber schmeckt gut. Und ich glaube, diese Kombination mit den Beeren von dem Himbeergeschmack kommt in die Birne. So richtig lecker, richtig lecker. Und ich glaube, jetzt muss man wirklich so 10 Minuten einfach ruhen lassen, dass dieser Saft, was ausgetreten aus dem Obst, einfach wird reingezogen und dann Obst wird etwas weicher. Aber sonst, ich glaube, bei so einer festen Birne muss man 40-45 Minuten backen. 30-35 Minuten reicht das nicht. Die oberste Schicht von den Birnen weich, aber ganz unten, weil ich ziemlich dicke Schicht gehabt habe, etwas fest. Uiuiui. Und schön viel Soße da. Beerensoße. Zum Fingerablecken, so lecker ist das. Schaut. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig. Mein Mann kocht gleich Kaffee und wir servieren es an den Tisch. Und die Schwiegertochter ist auch schon da. Und wir machen jetzt einen schönen Kaffee mit unseren Kindern und Enkelkindern. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, eine schöne Kaffeezeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!